So, hi zusammen. Herzlich willkommen zu endlich mal wieder einer neuen Ausgabe des ArcAge Insiders hier vom Testserver in Korea. Und wir sehen meinen neuen Char, den Fido, der wieder auf Stufe 50 oben ist. Ich habe mir reichlich Mühe gegeben, um alles wieder halbwegs so wieder herzustellen, wie es mal war. Ihr seht's, der Röschenhof ist immer noch da. Meine Bude ist wieder da. Ich habe mich wieder eingefunden an den Sol 3 Twins, an der schönsten Plätze überhaupt, wo man sein Häuschen eigentlich hinstellen kann. Und wir werden uns jetzt ein bisschen mal die neuen Features anschauen, die heute, also mit dem Patch von letzter Nacht, auf den Live-Server, auf den Test-Server, Entschuldigung, gekommen sind. Und wir fangen am besten mal direkt mit der UI an. Ich habe nämlich hier oben einen neuen Buff, wie man sieht. Das ist jetzt quasi die neue Einteilung für Spieler. Und das hier oben ist jetzt der Buff, den man eben bekommt, wenn man als sogenannter Arch-Live-User eingeloggt ist. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe diesen Buff noch gar nicht übersetzt bis jetzt. Das können wir jetzt eigentlich zusammen machen, das Ganze. Ich habe jetzt mal einen Screenshot davon aufgenommen und wir werden das Ganze jetzt mal live übersetzen. Ich habe da echt noch nicht großartig nachgeschaut. Ich habe mich auch gar nicht so groß vorbereitet jetzt auf die ganze Sache. Ich habe einige Sachen jetzt noch eingekauft und es war wirklich ein großer Patch. 1 GB. Und diesmal haben wir wirklich jede Menge Spielcontent auch drin, der natürlich auf das neue, der natürlich auch sehr viel, sehr stark auf das neue Free-to-Play-Konzept ab dem 3. Juli abzielt. Das heißt, auch die Lulu-Coins wurden jetzt auf dem Testserver eingeführt. Ja, und da erwartet uns schon einige interessante Sachen. So, kriegen wir mal auf Übersetzen. So, also, dieser Buff ergibt, also das oberste, die oberste Zeile mit dem Plus 1 ist ein extra Ehre bei der Jagd auf Spieler und Monster die Ehre vergeben. Nach der Endabrechnung, wie Kriegszonen zum Beispiel, gibt es 10 Bonus-Ehre. Während der Siege gibt es pro Kill einen extra Punkt Ehre. Nach dem Sieg einer Schlacht, also nach dem Sieg bei einer Siege, sehr interessante Bezeichnung, gibt es 4-mal extra Ehre. Ja, und das, was da unten in Klammern steht, State or the Spectre of War ahead plus 1 point during installation. Anscheinend, wenn man Belagerungswaffen aufstellt oder solche andere Geschichten, die erleben jetzt während der Siege, bekommt man auch einen extra Punkt während der Installation verpasst. Also geht es hier quasi bei diesem Buff rein um PvP. Es geht um die Generierung von Ehre. Und die ist die fällt dadurch quasi halt eben als Bonus aus, wenn man diesen Arch-Life oder Arc-Life-Buff eben bekommt. Diesen Arc-Buff hat man dauerhaft, solange man eben ein zahlender Kunde ist, solange man es für sein 30- oder 90-Tages-Paket eben bezahlt. Ja, was gibt's noch Interessantes? Was haben wir denn hier oben? Oh, da oben sind ja kleine Zeichen angezeigt. Guckt mal her. Diese Zeichen bedeuten, ich sehe jetzt ab sofort bei mir, welche Pfade ich ausgewählt habe. Und auch bei anderen Spielern. Ob ich das bei roten Spielern sehen kann, weiß ich aber noch nicht. Ich denke mal, die PvP-Fraktion wird sich jetzt trefflich darüber streiten können, ob dieses Feature gut oder schlecht ist, dass man die Klasse eines Spielers eben nicht anhand seinen Buffs erkennt, die er ja drauf hat, wo man eh die Pfade direkt erraten kann, oder einfach jetzt oben drüber sieht, welche Kurzbezeichnung oder beziehungsweise welche Bezeichnung er für seine Klasse letzten Endes bei seinem Mouse-Over quasi trägt, ne? Das ist jetzt auch nur dabei. Hier unten nochmal meine Bezeichnung. Ich bin ein Arc-Live-Spieler. Arc-Live bedeutet, wie ich schon im KR-Thread erklärt habe, bei uns im Forum, bei argageonline.de, 10 Lulu-Points pro Login auf einmal am Tag begrenzt. Und am Ende gibt es eine Bonusauszahlung Ende des Monats von, habe ich jetzt nicht im Kopf, 178, habe ich jetzt einfach mal so in den Raum geworfen, aber es ist auf jeden Fall eine dreistellige Zahl, unter 200, die man am Ende des Monats bekommt, wenn man ein Abo-Spieler in Korea weiterhin ist. Ja, und diese 10 Punkte habe ich für meinen Login eben bekommen. Ich bin jetzt stolzer Besitzer von 10 Lulu-Points. Und diese Lulu-Points, die ziehen sich wirklich jetzt durch diesen ganzen Insider, den ich jetzt hier eben veröffentlichen werde. Ja, wir schauen mal ins Haus rein. Wie gesagt, Bett habe ich leider noch keins besorgen können. Ich brauche leider noch mehr Goldmünzen. Ich bin auch jetzt erst wieder seit kurzem so richtig aktiv. Wie gesagt, ich habe eine schöpferische Pause dringend benötigt und werde jetzt natürlich wieder mit dem Videomagazin volle Fahrt aufnehmen. Ja, ich habe mir natürlich wieder meine Kisten besorgt, meine Crafting-Stationen für alle Berufe. Und jetzt nagelneu, hier jetzt vor mir. Mein persönliches Druckstudio, in Anführungszeichen. Also, der Inschriftenkundler und der Komponist haben jetzt hier ihre Allzweckwaffe bekommen. Ich kann jetzt hier meine Notenblätter herstellen, dann natürlich die Basisblätter, die man braucht für Verzauberungsrollen. Blauer Stufe, gelber Stufe, also die großen und die kleinen Verzauberungsrollen mit entsprechendem Skill erleben. Und ich kann hier auch meine Bücher herstellen fürs Regal. Und für meine ganzen Geschichten, die ich da drin eintüten kann, wie hier zum Beispiel diese Kapitel aus den Geschichten, die ich eben beim Tauchen finden kann. Da gibt es ja zum Beispiel auch diese Rollen zu bekommen. Das ist also neu, das Gerät. Das sieht auch sehr, sehr hübsch aus, finde ich. Das haben sie schön gemacht. Schönes Design mit Kacheln und Holz.
Die anderen Sachen kennt ihr ja alle schon aus früheren Insidern oder meinem Let's Play im Allgemeinen. Da hat sich eigentlich nichts verändert. Ich wollte jetzt hier nur schnell, weil ich ein paar Patchsteine jetzt brauche für den Insider, wollte ich mir jetzt noch ganz kurz hier ein paar meiner großen Kristalle crushen, die ich ja aus meinen Verzauberungssteinen bekommen habe. Und wir werfen mal weiter einen Blick ins Inventar. Wie ihr ja wisst, man kann das Inventar jetzt weiter, also über 10 Plätze hinaus vergrößern. Ich glaube, ich habe schon einen 11. Nein, den 11. habe ich noch nicht. Ich habe jetzt quasi hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Reihen, 10 Plätze, also 100 Plätze. Platz Nummer 11 kostet 50 Gold, den kaufe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt 223, aber ich brauche das Gold später noch dringend, zeige ich euch dann. Der Platz Nummer 12, die Reihe Nummer 12 freischalten, kostet dann 150 Gold. Und die letzte Reihe, die Reihe 130 freischalten, kostet 300 Gold. Das heißt, für 500 Gold kann man sein Inventar und ich glaube auch seine Bank von 100 auf 130 Plätzen erweitern. Das mit der Bank sehen wir uns jetzt aber auch gleich an. Den Bank-NPC habe ich mir noch nicht hergestellt. Den habt ihr ja vielleicht auf dem Live-Server schon gesehen. Liesel hat ihn ja im Let's Play gezeigt, falls ihr das noch nicht gesehen habt bis jetzt. So, auf dem Testserver gelten jetzt andere Modalitäten als beim letzten Mal. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt. Jetzt ist die Ratio schlicht und ergreifend dreifach. Dreifach EP für alles, dreifach EP fürs Craften, dreifach EP für Mob töten. Der Loot ist teilweise dreifach und so weiter und so weiter und so fort. Das heißt, Spieler haben hier die Möglichkeit, relativ schnell hochzuleveln. Und momentan läuft auch ein Event auf dem Testserver. Wenn man sich einmal am Tag für mindestens eine Stunde einloggt, und ich glaube, dieses Special wird jetzt auch eine Stunde wieder gehen, bekommt man nach der ersten Woche als Belohnung, die ist jetzt rum, die erste Woche bereits, die bekannten Kostüme, kennt ihr ja, der Wooden Man, den habt ihr bereits beim Angel-Event schon gesehen. Wenn man die zweite Woche komplett durchhält, bekommt man das Zebra als Mount, das wilde Zebra-Mount für den Testserver. Und wenn man zwei Wochen am Stück, also komplett die ganze Zeit über jeden Tag mindestens eine Stunde online war, bekommt man den absolut genialen, super toll aussehenden neuen Bugsy Bangaloo Glider. Ich nenne das Ding jetzt einfach so. Bugsy Bangaloo finde ich toll vom Namen her. Und dieser Glider ist einfach mega. Werde ich euch nächste Woche definitiv zeigen in der nächsten Ausgabe vom Insider. Weil es sind jetzt, wie gesagt, viele Sachen dazugekommen, die für den 3. Juli für das Update wichtig sind, aber noch nicht alle. Das heißt, da fehlt noch was. Das heißt, wenn jetzt bereits der erste Teil des Free-to-Play-Updates reinkommt, dann fehlen noch viele, viele Features, die momentan noch auf dem Entwicklungsserver versteckt sind. Die kommen erst nächste Woche auf den Testserver auch drauf. So, jetzt sind wir hier in den Städten angekommen. Wie gesagt, auf dem Testserver ist nicht mehr so reger Betrieb, da ja auch die Spielerzahl von Arcage allgemein zurückgegangen ist. Die Gründe und alles weitere habe ich ja eigentlich mehr als deutlich im Forum ausgeführt. Aber ich glaube, ich muss demnächst jetzt mal ein Statement dazu abgeben. Viele Leute denken sich so, oh, alles so scheiße und wir sind so von Korea abhängig und das kann ja nicht wahr sein, das wird alles voll schlimm und so. Nein, wird es natürlich nicht. Wie gesagt, Tryon fängt komplett bei Null an. Nur mal ein Kurzstatement in eigener Sache. Ich glaube, wir werden noch was Größeres dazu machen, auf jeden Fall. Tryon fängt bei Null an. Komplett bei Null. Die haben die gleichen Startbedingungen wie XL Games. Und Tryon hat Erfahrung im Gebiet vom Publishing. Das heißt, die können das Ganze komplett anders aufziehen. Schauen wir uns mal Japan an. In Japan werden heute die Server überrannt. Die Closed Beta hat begonnen. 20.000 Spieler, die sich auf zwei Servern momentan tummeln. Und bis jetzt sind die Leute total begeistert von dem Spiel. Und denk dran, in Japan wird das Ding Pay-to-Play. Du zahlst für die Box, du bekommst eine richtige Spieleschachtel. Mit einer Stoffkarte mit dazu, mit diversen Extras. Für 39 Euro, da ist der erste Monat Spielzeit inklusive. Man bekommt diverse Vorbestellerbonis wie ein entschärfter Kleider. Er ist nicht mehr so OP wie in Korea. Er ist ein Stufe 40 Kleider mit Medium Quality. Sowohl bei der Bewegungsgeschwindigkeit als auch bei der Lenkgeschwindigkeit und solchen Sachen. Und diverse andere Kleinigkeiten. Volle Stufe 20 Set gute Mats dafür. Die kannst du dir eigentlich auch genauso gut wo reinblasen, weil die relativ einfach zu kriegen sind, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Also Japan geht den ganz eigenen Weg. Die Russen, wie gesagt, halten sich bedeckt. Tryon hält sich auch bedeckt. Klar, die wollen jetzt wissen, wie die ganze Sache in Korea und Japan eben ausgeht, bevor sie ihre eigene Entscheidung treffen. Wir haben zwei komplett nebeneinander stehende Systeme. Wir haben dieses Freemium, dieses Free-to-Play in Korea. Wir haben das Pay-to-Play in Japan und ich denke mal, das Wohl und Wehe für unsere Version und auch für die russische hängt dann wahrscheinlich davon ab, wie erfolgreich die Spiele jeweils anlaufen werden in den Ländern dort. Die Chinesen sind dabei vollkommen außen vor. China hat Free-to-Play mit Convenience Store, das ist wie bei jedem anderen Spiel von Tencent auch. Das sind Erfahrungswerte, auf die Tencent baut. Tencent generiert 1,8 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Quartal. Also denke ich mal, die wissen, was sie tun. Aber das ist eben der chinesische Markt und der ist ja komplett anders im Vergleich zu unserem. Ja, super. Ich kann mir einen ganzen Pottstein bauen. Toll, Fido. Genial. Dann habe ich ja ganze zwei. Yay. Gut, die könnten vielleicht ausreichen. Wir werden sehen. Ja, jetzt sind wir quasi hier bei der Housing Area. Hier hat sich eigentlich relativ wenig getan. Wir haben aber eine neue, eine ganz, ganz spezielle, besondere Housing Area, die auch jetzt demnächst auf die Live-Server kommt. Die werde ich euch jetzt mal als nächstes vorführen.
Ah ne, wir wollten ja noch mal kurz bei der Bank vorbeischauen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall auch noch mal. So. Und wie man sieht, man kann... ne, hier kann ich mein Geld lagern. Moment, hier kann ich sortieren. So. Der nächste Bank soll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kostet 25 Gold. Den kaufe ich jetzt auch. So viel Gold muss sein. Und die Bank ist weiterhin auf 100 Plätze limitiert. Die lässt sich im Vergleich zum Inventar nicht mehr ausbauen. Das heißt, ab sofort nur noch das Charakter, also was denn, nur noch das Charakterinventar ab 100 Plätzen ausbaubar für 500 Gold auf 130. So, nur mal eine Bemerkung vorweg, da ich jetzt natürlich jetzt hier diesen Insider-Dreh und alles dafür heute vorbereitet habe, gibt es natürlich leider keine Let's-Play-Folge heute. Ich werde natürlich weiter auf den Nordkontinent eingehen und auch auf dieses Interview mit dem koreanischen Spieler, das ich beim letzten Mal ja geführt habe. Das machen wir dann morgen, denke ich mal, weil ich komme heute echt nicht mehr dazu. Ich habe mit dem Insider jetzt alle Hände voll zu tun, der wird richtig lang, bis das Video entwickelt ist, bis es hochgeladen ist, um Himmels Willen. So, jetzt sind wir schon mittendrin in der neuen Housing Area. Ich habe sie hier mal markiert für euch auf meiner Minimap. Und aufgemerkt, wir hören auch die Housing Area Musik. Der Housing Area, das ist eine kleine Housing Area, der wurden quasi ein paar Händler spendiert für Tiere, Samen von Pflanzen, von Bäumen. Man hat einen nicht überdachten Bankier. Ach Gott, der Arme, der wird ganz schön nass werden hier. Und wir haben natürlich auch ein Postfach. Das ballert jetzt bei mir, aber ich habe eh keine neue Post bekommen. Und einen Pferdestall. Na, ist doch perfekt, oder? Da kann man das Pferd schön reinstellen. Ja, schön, ne? Hallo. Ich habe mein Pferd noch gar nicht in Anständigkeit fest. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Nehmen wir das Pferd einfach Frederik. Oh, Frederik ist aber schlecht. Nein. Frederik. So. Frederik, mein stolzer Hengst, ist jetzt hier im Stall untergebracht, aber den brauche ich ja noch, deswegen steige ich jetzt wieder ein. Ja, was hat's mit dieser Housing Area auf sich? Wir sehen hier einen Spieler, und zwar Janusika. Der hat bereits hier eine kleine Vogelscheuche aufgebaut. Was hat's damit auf sich? Diese Housing Area ist eine Housing Area für neue Spieler und ist als eine Art Überlauf anzusehen. Wenn ich jetzt hier den Tooltip habe ich mir bereits vorhin übersetzt, deswegen kann ich das sagen. Das ist eine spezielle Area für kleine Vogelscheuchen und auch größere Vogelscheuchen. Allerdings kann man hier keine Miete bezahlen. Das heißt, wenn man hier eine Vogelscheuche aufbaut, hält die 7 Tage, dann ist sie weg. Also nicht weg, der Spieler bekommt sie wieder und kann sie natürlich auch wieder erneut aufstellen. Das ist eine temporäre Zwischenlösung für Spieler, die mit dem Game anfangen und eben noch keinen Platz irgendwo in den Housing Areas gefunden haben. Die können zumindest in dieser temporären Area, und davon gibt es eine in jedem Stadtgebiet für alle 4 Rassen, die können jetzt hier dann quasi in aller Ruhe für 7 Tage ihre Farm aufstellen. Wenn das Gebiet allerdings auch voll ist, dann wird es etwas schwieriger, denke ich mal. Gut, für die kleine Vogelscheuche, die kann man eigentlich immer noch in den anderen Areas zwischen reinquetschen. Aber ich denke mal, für die Spieler, die anfangen und die am Anfang jetzt für die ersten Tage, bis sie sich orientiert haben, bis sie endgültig einen Platz für ihre kleine oder große Vogelscheuche gefunden haben, die können hier natürlich schon mal was hinstellen. Ist keine schlechte Sache. Kann man auf jeden Fall schon mal sagen, Hut ab, das ist ganz, ganz gut gelöst. So, bevor wir uns jetzt auf dem Festland weiter bewegen, würde ich sagen, springen wir nach Mirage Island. Weil auf Mirage Island erwartet uns natürlich jetzt das in Anführungszeichen Highlight des Patches. Nämlich, da kann man seine Lulu Points einlösen. Quasi der neue Item-Shop im Spiel auf Mirage Island. Und dann können wir uns mal angucken, was man für seine Lulu-Punkte in Korea alles bekommen wird. Ja, hier wird fleißig angebaut. Noch 12 Stunden. Dann gibt es hier jede Menge Bambus, wie man sieht. Auch hier war ein Spieler fleißig. Der hat hier... Ja, in 17 Minuten werden seine Kumi-Bäume fertig. Die sind wohl alle auf der Suche nach Holz, weil die brauchen Holz. Für ein was es Neues gibt. Und das zeige ich euch jetzt gleich. So, aber würde ich sagen, ohne lange Vorrede, auf nach Mirage Island. Und ich sage euch gleich, ich werde jetzt FPS-Einbrüche ohne Ende haben. Mirage Island ist absoluter Hardware-Killer, muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, das gehört nun mal einfach dazu. Oh, es geht sogar. 20, 21, ja, es geht, es ist halbwegs erträglich. So, und jetzt haben wir auch einen Spieler von Goa. Die Russen sind natürlich ja auch aktiv und bei meinem freundlichen Kollegen sehe ich auch, welche Klassen er ausgewählt hat. Und jetzt kommt der Knaller. Ich wähle mal den Feind aus. Auch beim Feind sieht man, welche Klasse er hat. Gut, liebe PvP-Spieler, streitet euch. Ist das gut, ist das schlecht? Mich interessiert es eher weniger. Ich bin nicht so auf PvP fokussiert. Aber ist es für euch interessant? Sagt ihr, das ist ein gutes Feature, dass man die Klasse auf Anhieb erkennt? Oder ist es eher schlecht? Dieser Spieler hat übrigens den PC Bang Buff für die extra Arbeitskraftregeneration.
und bereits die erweiterten Upgrade-Stats für seine Rüstung ab Stufe 40. Das heißt, er hat mindestens eine Stufe auf epischen Niveauen, wenn nicht sogar noch höher. Zum Beispiel mein Elfenlied, der hat ja auch sehr hochwertige Sachen an. Mein Oscar, der hat auch sehr hochwertige Sachen an, der hat das auch. Ja, und jetzt sind wir hier, ne? Was gibt's denn hier jetzt Schönes Neues? Hier kann man Feuerwerk kaufen. Also hier ist auch dieser Umwandlungsaltar für die Flügel. Schaut's euch an, wenn ihr eure Flügel dann bekommt am 3. Juli. Dann könnt ihr hier euren Umhang mit dem jeweiligen Flügel verbinden und bekommt dann eben diesen neuen Flügel daraus, der dem Umhang dann angepasst ist. Und das sind die Stufe 50 Umhänge. Normale Qualität. Nia lädt mich in die Gruppe ein, ja. Das sind die Stufe 50 Umhänge. Ganz normale Qualität und gehen hoch bis zu den epischen Umhängen. Das kann ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Da habe ich jetzt... Ja, am 3. Juli wird es die Flügel geben und der Russe, wer hätte es gedacht, der freut sich jetzt nicht, dass er hier drin ist. Hi to all Germans! Hallo von Russland, ne? I show our German community the new features from last patch. Ja, damit er auch Bescheid weiß, dass ich jetzt hier quasi drauf bin, weil ich eben auch Patch-Features zeigen werde. Ja, genau, die ist die Überraschungsbox, auf die kommen wir jetzt sprechen. No, no, das gibt's für Geld. Also er hat schon 5 davon gekauft, also nochmal zur Erklärung für euch, bevor ihr jetzt, ihr müsst nicht dumm sterben, ne? Jetzt hier gibt es für 10 Gold diese roten zu kaufen und das sind quasi Überraschungsbehälter für die Spieler auf dem Testserver. Das kostet natürlich ein bisschen mehr. Ah! Ja, ich will wissen, was da drin ist. Ich kaufe nämlich jetzt auch welche. Ich kaufe jetzt mal, ich habe jetzt 98 Gold, ich kaufe jetzt mal... Surprise, Überraschungsgeschenk sind nicht. Ich kaufe mir jetzt mal, ich kaufe das mal 4. So, I bought 4 of them. Dann machen wir die mal auf, was drin ist. Dann schauen wir mal, ob wir eine Überraschung haben oder. So, was wir jetzt als erstes hier drin haben im ersten Paket ist der blaue Kristall für den Inschriftenkundler. Der wird benötigt, um die normale Verzauberungsrolle für Rüstung bzw. Nee, nur für Rüstung, Tatsache. Für Waffe ist es der andere Kristall, nämlich der Blau-Blau und das ist der Blau-Rot. Blau-Rot ist für Waffe, Entschuldigung, und Blau-Blau ist für Rüstung, genau. So, mal schauen, was noch drin ist, ne? Nochmal ein Kristall, ich glaube, das ist der Trostpreis. Nochmal ein Kristall, nochmal ein Trostpreis, oje, oje. Genau, nur Enchants. Hauen wir die Kohle auf den Kopf, ne? Da kaufen wir nochmal 3. Wie gesagt, ich habe extra das Geld dafür aufgehoben, um euch das zu zeigen. Schauen wir uns nochmal 3 an. Nochmal ein Verzauberungsstein. Und nochmal ein Versteigerzauberungsstein. Und nochmal ein Verzauberungsstein. Und der Russe. Oh, der Russe hat. Ah, der Russe hat eine große Verzauberungsrolle bekommen.
Congratulations, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Und es gibt Gerüchte, dass man anscheinend noch viel, viel bessere Sachen daraus bekommen soll. Und ich hau jetzt einfach mal die ganze Kohle auf den Kopf. Ich kriege ja Kohle Gott sei Dank viel schneller auf dem Testserver wieder nach. Schauen wir nochmal die letzten zwei. Vielleicht einmal was anderes, um euch was anderes zu zeigen als die. Ja! Oh, ich habe zwar auch nur eine Verzauberungssäule, aber eine blaue immerhin. So, Nine Board. Also ich war nicht so lucky jetzt wie er dabei. Aber wie gesagt, es ist ein reines Glücksspiel und das nimmt dann eben ein bisschen Kohle vom Testserver runter. Es gibt ja Koreaner, die tausende Gold hier haben. Ne? Und man hat dann eben eine geringe Chance auf Loot. Und das gleiche gibt es hier als Maschine und hier geht es um Lulu Points. Ich habe ja momentan... We call them... Lulu Points. Genau, we call them Lulu Points. Ach ja, ja genau, er braucht nur 998, dann kann sich der Russe hier die Flügel holen. Die habe ich jetzt hier mal gerade gezeigt, dafür braucht man 1000, ja, dann spuckt der Automatik quasi aus. Dasselbe gilt auch für die. Es gibt dann verschiedene Flügel, die man hier erwerben kann. Dann gibt es eben Arbeitskraftkekse. Lilly. Yeah, Lilly oder Lulu. Lulu hört sich auch ein bisschen schweinisch an, muss ich sagen. Ich gehe mal Lulu machen. Aber auch nur wegen der Lulu. Ja, genau. Also, wie gesagt, Arbeitskraftkekse gibt es hier. Die 500 Arbeitskraft wiederherstellen, die gibt es für 100 von den Punkten. Dann haben wir hier einen Trank, ich glaube, der stellt only two types of drinks can buy for Lulu, ja. Turn subscription into Arch Life account. You need subscription. Genau, turn subscription over Ablauf Account, you need subscription over July 3rd. Then you can exchange on website. Siehst du, haben wir gleichzeitig noch ein bisschen Support noch mit drin. Ich dachte, das ist alles live bei mir, das wird auch immer so bleiben. Also, weiter geht's. Jetzt haben wir hier quasi die Medal of Honor haben wir hier. 3000 Ehre auf Klick für 100, für 100 von den Lulu-Punkten. Dann haben wir hier, was, 50.000? Ich dachte, irgendwo gibt es ja auch noch Punkte für Live-Score. Ja, hier haben wir das Zebra-Mount, wie gesagt, das hier, yes, exactly. Not for Lulu Points is a gift. So, jetzt haben wir hier das... Und hier ist der Pornogleiter! Ich möchte diesen Pornogleiter haben! Das ist der Bugsy-Gleiter! Dieser Gleiter kann sich teleporten! Same as before. Same price. Selber Preis wie vorher. But now it's called Arch Life 30 and Arch Life 90. So. Das sind die beiden Pakete, die es gibt. 30 Tage, 90 Tage. Und eben die Überraschungskiste. Man weiß nicht, was drin ist. Und hier oben haben wir noch so diese Mini-Küchis. Da kann man für drei Lulu-Punkte kostet da einer, also quasi für den Play-User kann sich einen am Tag kaufen von seinen Lulu-Points, die er bekommt, und kriegt dafür 12 Arbeitskraft. Nö. No. On July 3rd. Am 3. Juli gibt's Flügel. I will have wings. This is the... Ah, sorry, Leute, aber das muss ich jetzt... This is the Arc Life Buff. The Buff for Players with Subscription. Bonus.
Ja, Bonus-Erde für PvP eben. Das ist der Buff und ja, der hat natürlich jetzt gar keinen, der nur seinen Titelbuff hat er Leben drauf und seinen Rüstungsbonus. So, und ich werde mir jetzt hier für meine 10 Lulu-Punkte die Box holen. So, jetzt ist die Box halt eben drin. Okay. Und in der Box ist... ein Arbeitskraft-Kekslein. Das gibt 12 Labor Points. Oh Mann, ey, diese Scheißbox, ne. Das ist wieder dieses Glücksspielprinzip. Der kennt ihr ja aus vielen Free-to-Play-Spielen. Man kauft so eine Kiste, man hat eine gewisse Chance, dass was drin ist und damit wird Cash gemacht. Das hat ja unser Kollege auch schon erklärt im allgemeinen Diskussionsforum. Und dann kann man sich eben diese Teile hier kaufen. So. Jetzt schauen wir mal kurz in mein Inventar, was haben wir denn hier Schönes drin? Zum Beispiel diese Fetzen hier. Ich weiß gar nicht, was die bewirken. Ne? Die gibt's jetzt bei beim Angeln. Kann man die in den Kisten finden. Ne? Zum Beispiel. Diese Fetzen. Ich kann jetzt auch mal live übersetzen. Dann schauen wir mal kurz rein. Was das bedeutet genau, das ist überhaupt kein Thema. Da springen wir mal kurz hin. Da oben habe ich meine Box hin. So, jetzt gucken wir mal, was das für Teile sind. Ne? So, mal kurz capturen das Ganze. Hep. Ich sag immer, ich mache das Ganze immer möglichst live, weil ich ja dann teilweise auch ein bisschen ahnungslos bin und mich ein bisschen mit überraschen lasse. Very useless. Das kann man wohl laut sagen, ey. Da haben wir wohl Pech gehabt. Also, was haben wir denn hier? Etc. One sealed order of construction piece. Order of construction of sealed fragments. Wir brauchen 100 von diesen Teilen. Wenn man 100 Stücke angelt, dann geht's los. Second item 50.000 off. Ja, übersetzt was er eben auch mal gleich, ne? Da haben wir das auch noch mit drin. Wie gesagt, ich habe ja Zeit. Ein Arcage Insider braucht eben seine Zeit. Da kann man solche Sachen ruhig auch mal zeigen und drauf eingehen, genauer, ne? Findet ihr nicht? So, wird auch gerade übersetzt. Also damit kann man irgendwas bauen mit den Sachen und ich bin mal gespannt, was ist Order of Construction. Das könnte was sehr Interessantes werden, denke ich mal fast. Ja, Food, ja, das ist ein Pet-EP, Pet-EP-Food. 50.000 EP for your pet. X for your pet. Combat or Mount. Egal wer, die bekommen alle 50.000 bei der einmaligen Benutzung des Dings. X for leveling mounts. Or combat pets. Okay, da haben wir das auch geklärt, aber wo ist das mit dem Livestock? Habe ich irgendwas. Also diese Medal of Honor ist entweder noch gar nicht drin, weil ich glaube, der Trank hier hat eher was mit. Ich kann es nicht genau sagen, ne? Ich glaube, der Trank gibt 3000 Livestock-Punkte, soweit ich weiß. Mhm. Aber gut, den können wir auch noch übersetzen, ne? Wo sind wir denn hier jetzt gerade mittendrin? Da lernen wir alle gleichzeitig was von der ganzen Sache hier. Hep. Tja, anscheinend ist es ein etwas ahnungsloserer Goa-Spieler, wie es aussieht. Auf dem Live-Server wohl bekommen, das ist die andere Frage, ne? So. Potion Production Life is obtained. Live-Score, 3000 Live-Score. Ja, okay. Ja, das Auto kennen wir ja schon, da müssen wir jetzt gerade darauf eingehen. Jetzt gehen wir mal weiter. Need to continue with my report. Okay. Ja, thank you. So, jetzt haben wir hier die Formalware. Ich glaube, da hat sich jetzt erstmal nichts geändert. Das ist noch die klassische Formalware. Aber ich weiß, dass es hier auf der Insel neue Anzüge gibt, neue Klamotten. Ah. Lucky Lucky auf Goa Ruhe. Könnt ihm Grüße durchschicken, ne? Und hier sehen wir die neue Klamotte. Und das ist die neue Klamotte für Coins of the Lord. Meine lieben Gildenleiter, die ihr auf dem Nordkontinent wohl bald auch in EU-Land einnehmen werdet. Wenn ihr
Coins of the Lord ausgebt, könnt ihr diese Klamotten hier... Moment. Könnt ihr diese Klamotten hier an andere Spieler weitergeben? Natürlich würde ich das tun an eure Offiziere, weil diese Lord-Coins bekommt ihr ja für eure Herrschaft auf dem Nordkontinent. Ihr werdet ein schlechter Gildenleiter, wenn ihr die einfach anderen fremden Leuten geben würdet. Das sind Klamotten für eure Offiziere. Leder, Platte und natürlich Stoff. Und ich finde, die Teile sehen richtig, richtig cool aus, wenn man die sich jetzt so anschaut, ne? Aber Coins of the Lord haben wir natürlich keine. Das heißt, ich werde mir die Teile hier niemals kaufen können. Die sind echt nur zum Anschauen da. Und die haben natürlich auch Bonis drauf, das darf man nicht vergessen. Die habe ich jetzt leider nicht im Kopf, die kann ich bestimmt noch herausarbeiten. Die zeige ich euch dann im Forum im Beitrag. Aber die haben richtig geile Buffs drauf. Das sind Kostüme, die kommen hier oben in den Kostümslot rein, ne? Und da könnt ihr dann richtig, richtig geile Bonis bekommen. Ich denke mal Angriffsspeed, Crit, solche Sachen, Cast Speed, ist bestimmt da alles mit drin. Und das sind Teile, die könnt ihr weitergeben. Die sind für eure Offiziere oder für besonders für Mitglieder, die sich besonders verdient gemacht haben. Ich glaube, die halten jetzt auch nicht unendlich. Moment, was sagt jetzt hier das Ding? 30 Tage. Exakt 30 Tage hält das und dann müsst ihr quasi wieder neue besorgen. Aber ihr könnt damit quasi verdiente Mitglieder eurer Gilde dekorieren mit diesen Sachen. Oder Leute, die ihr im PvP natürlich fördern wollt. Und natürlich auch fordern. Das liegt dann ganz bei euch. So. Okay, und jetzt geht's weiter hier. So, dann gehen wir mal aus. Ah, bleiben wir in der Gruppe mit den Russen einfach drin. Vielleicht schreibt er mir noch irgendwas Interessantes. So, springen wir mal abwärts in Richtung der nächsten Sache, die es jetzt neu gibt auf dem Testserver. Ihr wisst ja, die Strandhäuser halten Einzug auf die Live-Server nächste Woche und ab heute kann man sie auch kaufen. Heute ist es endlich soweit. Und die Leute, die gedacht haben, ja, okay, die Goldcoins, wir traden jetzt schon mal gewaltig dafür, die haben sich gewaltig geschnitten, weil die Überraschung folgt auf dem Fuße. Wird euch jetzt hier in diesem Video noch von mir demonstriert. Ja, ihr seht das Zeichen da oben richtig, die Maus ist drüber. Ihr braucht für das Strandhaus 500 Silbermünzen. Das heißt, bitte jetzt jeder, der in Korea spielt und sich für die Silbermünzen schon Pottsteine gekauft hat, bitte jetzt in den Arsch beißen, genau jetzt in diesem Moment. Ich konnte es Gott sei Dank nicht machen, ich wollte es ja auch tun, aber Silber, die kann man ja erst mit Level 50 kaufen, die Pottsteine. Deswegen hat Elfenlied noch alle seine Silbermünzen drauf und wie es aussieht, wird sich Elfenlied so ein Häuschen leisten können. Das Ding kann natürlich auch im Auktionshaus verkauft werden. Bei dem aktuellen Kurs für Silbermünzen, der nach dem Patch natürlich extrem steigen wird, wird dieses Haus doch ein paar hundert Gold erzielen können. Das heißt, ihr könnt entweder eure Kasse aufbessern mit dem Patch oder ihr kauft euch selber dieses schicke Haus. Und jetzt wollen wir diese Häuser natürlich auch live sehen und ich glaube, ein paar findige koreanische Spieler haben diese Häuser bereits aufgebaut. Wie gesagt, ich werde mal gucken, dass ich noch ein bisschen Gold verdiene hier auf dem Testserver, dann kann ich mir noch ein paar von diesen Losen kaufen. Aber das ist natürlich ganz klar das Free-to-Play-Prinzip, das kennt man ja, mit einer verschwindend geringen Chance auf spezielle Items, dass die Leute natürlich fleißig Lulu-Coins ausgeben und einkaufen. Wie gesagt, meine Meinung zum koreanischen System ist natürlich eine absolut schlechte, aber die Spielfeatures, das Spiel selbst ist immer noch genial und wie gesagt, wir müssen da einfach tryen, unser Vertrauen schenken, dass die sich ein gutes, ausbalanciertes System für EU und NA eben einfallen lassen, ne? Das ist ja die einzige Hoffnung, die wir haben und da müssen wir alle mitarbeiten. Da muss die ganze Com mitarbeiten, Briefe schreiben, Feedback geben, sobald es los ist. Schaut euch diese Videos an, verweist auf diese Videos. Das sind ja alles Tatsachen. Alles, was ich hier zeige, das ist ja wirklich echt. Ich meine, ich baue ja hier nicht irgendwie, ich spiele jetzt nicht auf dem Privatserver oder so, ne? Das ist ja alles real, was hier abläuft. Das darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen. Ja, wie gesagt, beim Angeln kann man jetzt diese Bauteile farmen. Was man damit basteln kann, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das wird man auch noch sehen. Wie gesagt, der Patch war sehr, sehr groß. Ich kann wirklich eine Menge Sachen hier vorführen. Und wir begeben uns jetzt hier an diese Position, weil dort ist die neue Housing Area. Man sieht es hier, die Housing Area für Wasserhäuser. Es gibt momentan vier Regionen, in denen man die setzen kann. Longsand als PvP-Gebiet auf dem Westkontinent. Solzried als PvE-Gebiet auf dem Westkontinent. Ich glaube, Sunrise Peninsula als PvE-Gebiet auf dem Ostkontinent. Und ist es Innistir? Ist es Innistir? Ich glaube, es müsste Innistir sein. Innistir, glaube ich, hier drüben als PvP-Gebiet auf dem Ostkontinent. Nehmen wir es aber nicht für bare Münze, da muss ich nochmal nachlesen. Ich weiß nämlich nicht genau, wo jetzt die ganzen Standorte eben sind. So, reiten wir mal hier mal quer durch den Busch. Boah, ist ja alles zugewachsen. Also wirklich ein fulminanter Patch mit viel Inhalt. Wir müssen dann auch noch nach Marianopel reisen, weil der Testserver-Verkäufer hat auch einige Sachen noch im Angebot. Da lohnt es sich auch mal wieder, den richtigen Insider draus zu machen, ganz ehrlich. Und es kommt noch mehr dazu und alles wird natürlich gezeigt.
Island of Eternity lasse ich in dem Fall jetzt mal draußen, weil Island of Eternity habe ich jetzt ein schönes Musikvideo gemacht. Da könnt ihr euch die Island of Eternity, also den Bereich außerhalb des Raids, nochmal genauer anschauen. Und eure Meinung dazu abgeben. Und wie es im Raid aussieht, eventuell komme ich auch noch dazu, das zu zeigen. Da brauche ich aber Unterstützung. Weil man muss in einem Raid sein, um reinzugehen. Das habe ich ja leidlich feststellen müssen, als ich das Special-Video gedreht habe. Und natürlich hat auch die Wasser-Housing-Area wieder ihren eigenen Zugang zu Marriage Island. Die eigenen Händler. Und hier vorne sehen wir auch schon das erste Haus. Und da sehen wir noch ein Haus. Und da sehen wir ein Haus im Bau. Also die Koreaner haben fleißig Silbermünzen gesammelt. Und so sieht das Ganze dann aus. Das heißt, ihr habt diesen gesamten riesigen Strandabschnitt. Es fängt hier vorne an, geht hier vorne drauf und da rum bis hinter. Dort könnt ihr euer Wasserhaus aufstellen. So, jetzt können wir mal gucken, ob mir auch die Miete dafür angezeigt wird. Diese Wasserhäuser kann man natürlich auch mit dem Immobiliensystem verkaufen. Auch eine ganz wichtige Sache. Das heißt, wenn ihr schnell seid, belagert ihr die Spots damit und macht ein Schweinegeld mit Immobilienhandel. Weil das ist das Recht in der Sandbox. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ich bin froh, wenn es immer noch... wenn es immer noch viele Sandbox-Elemente eben gibt im Spiel. Und das ist halt eben auch eines davon, der Immobilienhandel. So, jetzt haben wir hier das Haus. Das Haus wurde frisch gesetzt. Miete wird mir leider nicht angezeigt. Man kann 100 Housing-Gegenstände reinsetzen in das Haus. Auch sehr schön zu sehen. Und der gute Herr hat sich eine Kiste reingehauen. Das hier ist die Feuerstelle im Haus. Das heißt, man kann sie auch zu den Wasserhäusern padden. Es ist klein, es ist gemütlich. Die Fenster ragen halt in dem Fall... Richtung Landesinnere. Und man hat eben diesen unteren Bereich, diese Stelzen. Ich zeige das auch noch mal kurz. Da stehen dann auch die, die Unterwassersiedlung. Eventuell Unterwasserfarm. Ja, eine eigene Unterwasserfarm ist mit dabei. Das heißt, ihr könnt direkt hier euren Unterwasseranbau betreiben. Und das Allertollste, ihr bekommt sogar noch einen Sauerstofftank gratis dazu. Ist das nix? Also ich freue mich schon darauf, das hier selber zu bauen. Ihr seht ja, ich war schon fleißig. 300 Silbermünzen sind bereits mein hier. Das heißt noch 200 Silbermünzen und ich kann das Ding zumindest auf dem Testserver zeigen. Wenn ich es nicht mehr rechtzeitig schaffen sollte, hoffe ich, dass ich auf dem Live-Server eben da rankomme. Wie kommt man an Silbermünzen? Natürlich Daily-Kisten, die Kisten, die man beim Angeln bekommt. Secret-Spots kann ich wärmstens empfehlen. Es gibt über 600, da kriegt ihr also nur, wenn ihr die Secret-Spots im Spiel macht, bekommt ihr genug Münzen für euer Wasserhaus zusammen. Da müsst ihr auch nichts questen, nichts anderes dafür machen. Natürlich über die Story-Quest-Reihe, die Field-Bosse und die Raid-Bosse vergeben Silbermünzen. Und. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, an die Dinger ranzukommen. Ja, da würde ich sagen, Silbermünzen machen jetzt endlich mal so richtig Sinn. Und wie gesagt, diese Häuser sind auch alle handelbar und verkaufbar. Ihr habt auf der anderen Seite nochmal eine Housing-Area mit dem Bereich. Das heißt, dieses gesamte Eck hier ist komplex. Das ist eine einzige riesige Wasserhousing-Zone. Und das Ganze haben wir eben zweimal auf dem Westkontinent und zweimal auf dem Ostkontinent. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele andere Gebiete mit Meeresanschluss auch noch diese neuen Wasserhaus-Housing-Areas, gutes Wort, bekommen werden. Ja, dann würde ich sagen, jetzt sind wir hier soweit fertig, glaube ich. Bei den Berufen kann ich jetzt weniger sagen. Ich weiß, es gibt neue Rezepte, aber ich kann aus dem Stegreif jetzt nicht sagen, wo die sind. Es tut mir leid, da ist auch noch zu viel Inhalt jetzt drin. Wie gesagt, der Patch war echt riesig, die Patchnotes waren auch dementsprechend gewaltig. Ich hoffe, das in einer baldigen Folge nachholen zu können. Aber ich sehe zum Beispiel hier beim Holzverarbeiter, der eigentlich vermögt... Ah ja, seht ihr jetzt übrigens auch beim Crafting überall Lulu Points mit dabei. Also denkbar wäre es zum Beispiel auch, dass man auch Lulu Points einsetzen muss, um Sachen zu craften. Das kann ja vielleicht auch noch kommen, wir werden sehen. Aber damit verabschieden wir uns erstmal aus dem Stadtgebiet der Menschen aus Solzried und begeben uns nach... nicht zu meinem Haus. Zu meinem Haus wäre jetzt was gefordert. Und begeben uns nach Marianopel, ne? Würde ich jetzt mal einfach sagen. Ja, ihr seht schon, ich bin wieder mit etwas mehr Feuer und Flamme dabei. Ich habe die letzte Zeit gut genutzt, um mich auszuruhen. Und das muss einfach dazu sein. Am 12. Juli, wie gesagt, bin ich 2 Wochen im Urlaub. Und ab da geht es dann richtig Vollgas weiter, weil... Dieses Spiel ist geil, dieses Spiel ist einfach super, bis mit leichten Abstrichen. Ich finde, teilweise wird alles, auch bei uns in der Com, viel zu schwarz geredet, was das Spiel betrifft. Und vor allem Sachen, die ja eigentlich mit den eigentlichen Spielen halt nichts zu tun haben, wie jetzt Abo-System, was weiß ich und so. Tryon fängt bei Null an. Merkt euch diesen Satz. Hämmert den jeden rein, der irgendwas über Korea zu meckern hat. Tryon fängt bei Null an. Und Tryon zahlt XL Games für die Updates. Das heißt, auch wenn das Spiel in Korea langfristig sich nicht super halten kann, XL Games bekommt auch Kohle von den Publishern. Und die Publisher, denen ist sehr daran gelegen, wenn das Spiel bei ihnen Erfolg hat, dass es natürlich weiterläuft.
Und gut, ich halte es für etwas gewagtes Tryen, jetzt XL Games aufkaufen könnte. XL Games wird weiterhin unabhängig bleiben, weil sie haben ja ein riesiges Standbein. Sie haben sich ein riesiges Standbein gesetzt mit Civilization Online. Take-Two pumpt da ja auch schon gut Kohle rein, ne? So ist es nicht. Also XL Games gesichert, wie gesagt, ich warte momentan auf die Quartalsbilanz. Die kommt jetzt am 30. Juni oder Anfang Juli wird die halt eben veröffentlicht. Müssen sie ja in Korea machen und dann sehe ich ja auch dann die Erlöse. So, es läuft ja momentan ein Malwettbewerb in Korea, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. Also auch Grafikkarten, Computer und solche Geschichten. Und die Gewinnerpreise werden ausgestellt. Auf allen Servern kommen dann quasi die besten Bilder rein. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch Server getrennt gemacht wird, das Ganze. Aber es kommt alles hier rein und die werden alle ausgestellt, sodass jeder sich angucken kann, was die Leute denn Tolles gemacht haben bis jetzt. Ist auch eine super, super, super Sache. So, wir haben 1.30 Uhr. Wie ist das Tor zu? Ja, ja, 6 Uhr. Morgen früh ist wieder oder was? Eieiei. Na gut, so ist es eben. So, Marianopel, definitiv die bessere der beiden Hauptstädte. Mahadevi ist ja so dermaßen unbeliebt, dass sich der ganze Ostkontinent nach Kayonat verzogen hat mittlerweile. Aber wir haben jetzt auch mitten in der Nacht in Korea und da ist auch auf dem Testserver kein Mensch mehr online. So, ne, Auktionshaus brauche ich nicht. Ich brauche die Händlerin. Da, hier. Das ist die Testserver-Händlerin. Diese drei Zeichen hier vorne heißen sowas wie Testserver oder Tester einfach nur. Was hat die denn im Angebot? Ja, man kann Arcium-Würfel zum Beispiel kaufen zum Selbstkostenpreis. Auch die Tränke. Man kann hier für 10 Gold sich einfach seinen Färbetrank holen. Multicolor-Arcium gibt es zu kaufen. Dann halt eben die 500 Arbeitskraftkuchen. Es gibt dreierlei, die drei verschiedenen Fischerboote gibt es zu kaufen. Ja, habe ich mir auch schon eins zugelegt, wie man hier unten sieht. Ne, wie man hier unten sieht. Und ich habe mir leider Gottes das rosafarbene gekauft, das kann ich auch nochmal zeigen. Und das hier ist der Schlüssel zum Chasvi Raid, also zu Nahashka, wie man das so schön übersetzen. Das ist der Schlüssel zum Raid, den man auf dem Testserver eben auch hier einfach beim Händler kaufen kann. Normalerweise kriegt man den als Boss-Drop bzw. als Crafting-Produkt. Ja, die Stofftierhändlerin kennt man ja schon. Ich glaube, die Stofftiere-Sammler, da werden sich sehr freuen. Auch wenn es bei uns live geht, aber die kennt ihr ja schon aus den letzten Patches. Habe ich ja schon gezeigt und kann ich ähnlich machen, weil mein Skill nicht hoch genug ist. Wollen wir mal so einen Keks nehmen? Upsa, da habe ich jetzt einen Keks genommen und habe ganze 12 Arbeitskraft bekommen. Yay, ich regeneriere ja 15 alle 5 Minuten. Lockvogelangebote in Sammelkisten, ne? So, gehen wir mal weiter im Text. Wir sind jetzt auch schon ziemlich durch mit den Sachen, die ich bis jetzt weiß. Ich bin jetzt mal am gucken, ob ich jetzt zufällig noch die eine Seite finde, die ich noch zeigen wollte. Irgendwie ist alles auf Google übersetzt, aber alles nicht mehr auf dem, was ich haben wollte eigentlich. Ah ja, genau. So, wir haben jetzt, wie gesagt, für die Lulu Coins halt eben die ganzen Sachen, die man einkaufen kann, gezeigt. Wir haben den Random-Händler gesehen, wir haben die Housing-Zonen gesehen für Wasserhousing. Man braucht, das noch dazu gesagt, man braucht 10 Holzpakete, 5 Steinpakete und 5 Eisenpakete, um das Haus aufzubauen. Auch noch eine ganz wichtige Information. Das Haus ist ein 24 auf 24 Meter Haus. Und es kostet, glaube ich, 10 Gold pro Woche Unterhalt, wenn ich mich nicht irre, wenn man die Basismiete nimmt. Ja, die Chasvi, also Nahashka Items, da müsste ich jetzt aber auf den Nordkontinent dafür. Das kann ich, glaube ich, nicht machen. Ich habe keinen... Ne, ich habe keinen, ihr wisst schon, Quatschstein. Wobei, ich könnte mal schnell einen holen und mal auf den Nordkontinent hochschauen. Das wäre vielleicht ganz interessant, weil Nahashka hat jetzt auch ein Upgrade bekommen für die Waffen, die man craften kann, eben in dem Bereich. Den Händler haben wir auch schon gesehen mit orangen Paketen. Wie gesagt, die Instanz, CDM, Musikvideo. Einige Sachen aus dem Raid wurden grafisch aufgepimpt. Also die T3-Waffen wurden aufgepimpt. Bilder dazu werde ich halt eben auch mal reinstellen. Ich kann die ja leider nicht zeigen. Ich habe ja keine T3-Waffen. Da muss ich euch leider mit Bildern dienen. Und dann sind wir eigentlich schon im Großen und Ganzen durch. Ich gebe jetzt einfach mal 5 von meinen hart verdienten Silbermünzen aus und hole mir davon jetzt einfach mal den Interkontistein und port mich mal hoch auf den Nordkontinent, damit wir da auch noch die letzten Punkte zeigen können. Wir haben noch eine Viertelstunde, bis die Stunde Insider vorbei ist. Die sollten wir natürlich möglichst auch noch nutzen. So, habe ich in meiner Bank vielleicht noch einen drin? Oh, da habe ich ja jeden Mist, aber nicht das, was ich brauche. Eieieiei, El Polo Grande. Nein, nichts. Vielleicht kann ich ja... Ne, Passsteine immer, ha? Mal schauen. Ja, gibt's welche. Ja, 25 Gold, 10er-Pack. Super, juhu. Aber auch nur für die normalen. Das heißt, ich hole mir jetzt einen Interkontistein einfach von Mirage Island.
So, da sind wir doch mal, waren wir ja eben schon. Ich weiß auch, wo ich hinfliegen muss. Oh, jetzt hat er meine Tastenbelegung nicht so richtig genommen. So, jetzt passt. Ich glaube, da bin ich auf Mirage Island auch soweit durch. Also die ganzen News auf Mirage Island spielen sich alle hier oben ab. Ja, kaufen wir halt mal einen, ne? Was soll der Geiz? Was kostet die Welt? Ich glaube, die 5 Silbermünzen habe ich schnell wieder drin. Dann mache ich einfach 2 Kisten auf und angeln, dann passt das wieder. Angeln kann ich ja regelmäßig gehen. Nur zur Information, ich bin natürlich 50.000 Angler auf diesem Server. Das geht ja alles rechts von mir. Und über Angeln kann man sich schon wirklich viel finanzieren hier. Oh, das Feuerwerk ist aber ganz schön laut hier, ne? Ja, ich kann mir leider kein Losen mehr leisten. Ich habe es beim Losen nicht so gut erwischt heute, ne? Ich bräuchte jetzt, ich kann jetzt mal gucken, ich habe ja hier grüne Stufe 50 oder eine blaue Stufe 50er Waffe habe ich hier. Wir können jetzt mal das Experiment machen. Geht mir die Waffe kaputt oder kann ich sie upgraden? Wir schauen uns jetzt genau an, was jetzt passiert. Die Waffe hat auch hier diesen Vermerk in Orange. Wenn ich jetzt drüber gehe, hier rechts, der Vermerk in Orange bedeutet so viel, wie es upgradebar. Eigentlich hat es jetzt eigentlich eher eine Rotzwaffe, aber okay, wir testen es einfach mal aus. Dafür ist der Testserver da. Und jawohl, wir hatten einen Proc. Diese Waffe ist jetzt auf Stufe Episch, ist weiterhin verzauberbar. Ja, und hat auf Episch, aber es ist ja ein Einhand, oder? Ein Einhand? Oh ja. Ein schicker Einhandstab, wie man sieht. Und der macht als Einhand auf Episch 101,2. Das heißt, wir sind auf T1-Niveau. In etwa. Also nicht so das brutale Übergehen. Sag mal, das sind Schaden auch. Aber ich habe es auch schon mal probiert mit einer goldenen, die ich hatte, die mir auch beim Angeln gedroppt ist. Und die ging kaputt. So ein Mist. Also die ist kaputt gegangen. Und zweimal habe ich einen Fehlschlag gehabt. Da ist aber die Waffe nicht kaputt gegangen. Da habe ich nochmal Schwein gehabt. Also es kann fehlschlagen, das heißt dann crush die Waffe, es kann gut laufen, dann hat man ein Upgrade und es kann scheiße laufen, dann ist sie noch auf demselben Level wie vorher, aber ist Gott sei Dank nicht kaputt gegangen. Das sind die Optionen, die man hat beim Enchanten von Waffen. Mit einem Superior Upgrade geht es natürlich besser. Da hat man eine höhere Chance. Und ich glaube, die Waffe kann auch nicht brechen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da muss ich, wie gesagt, ein bisschen Gold farmen und dann, wie gesagt, ich werde jetzt meine Verlosungsrunden mal alle aufzeichnen, aber nur ohne Kommentare, ne? Und wenn ich was Tolles dabei habe, dann lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. So. Also, Nordkontinent ist gesucht, ne? Wo gehen wir denn hin? Ich würde sagen, wir gehen zur neuen Housing, also zum neuen Spot im neuen Gebiet oben. Fahren wir uns mal hier hin. Mit dem Interkontinentstein, weil das ist am nächsten am Nach-Ashka-Eingang dran. Da können wir uns das dann nochmal in Ruhe anschauen. Also auf dem Nordkondi gibt es auch wieder eine höhere Mobdichte auch. Entschuldigung, auch auf dem Wasser ist es so, dass jetzt viele Wasserkäfer rumschwirren. Und ja, also es ist schon etwas mehr challenging jetzt, wenn man auf dem Wasser unterwegs ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist ja auch nur ein Teil. Wie gesagt, Nation Building ist noch nicht auf dem Testserver. Die U-Boote sind noch nicht auf dem Testserver. Die Bikinis, die Bademoden sind noch nicht auf dem Testserver. Das heißt, das dauert. Ah, schön, ihr kennt mich alle beim Namen. Das ist möglich, das mag ich. Also das kommt alles erst noch. Und das ist auch Teil der nächsten Insider. Also nach einer etwaigen Durchstrecke, das war jetzt, glaube ich, ungefähr einen Monat, ne, haben wir jetzt endlich mal wieder Content. Ich find's schade. Ich glaube, das könnte auch an der Free-to-Play-Umstellung liegen, dass wir das Tempo jetzt ein bisschen nachgelassen haben hier. Aber gut, da kann man nichts ändern. So, und das ist natürlich wieder das neue Gebiet. Entrance of the Abyss, nenne ich es jetzt einfach mal nur. Das ist schon sehr ultra, ultra gut geworden. Da kann man echt nicht meckern. Und wie gesagt, die Mobs hier, die droppen auch sehr schöne Set-Teile jetzt. Die One-Continent-Sets mit schönen Einzelbonis und schönen Gruppenbonis. Die Teile sind, wenn man sie in der richtigen Qualität hat, wirklich auf T2-Niveau. Und da muss man sich ja eben entscheiden. T3 gecraftet ist weiterhin das Beste, was es im Spiel gibt, was die Basisstats betrifft. Aber die Set-Bonis, sowohl aus dem Raid als auch was hier droppt bei den Mobs. Mein lieber Schwan, also das ist schon nicht schlecht von den Werten, ja. Aber da muss man das halt eben gegenhalten. Das sind dann in der EU, denke ich mal, die Theory-Crafter gefragt, die dann hoffentlich in Massen über das Spiel einfallen werden. Ja, hier ist der Bereich für die Burg, die ja leider noch nicht freigegeben ist. Auf dem Testserver sowieso nicht, da ist gar nichts freigegeben. Kann man kurz. Die Japaner haben übrigens keinen Nordkontinent in der OBT, nur so als Bemerkung am Rande. Ja, die Gilde Test hat hier tatsächlich. Oh, die Gilde Test hat eine Burg.
Schau doch mal an. Tja, die Guilletest hat sich eine Burg gebaut. Soll ich mir auch eine Burg bauen, so als Singleplayer? Was meinen wir? Da brauche ich 100 Jahre für, glaube ich. Also brauche ich erstmal eine Gilde, bevor ich hier Land claimen kann. So, wir nähern uns jetzt dem Bereich der Mine. Die Mine habe ich ja schon ein paar Mal gezeigt, auch im Let's Play. Und da haben wir jetzt auch bei der letzten Folge erkannt, oha, man kann sich durch den Stein durchprügeln. Auch sehr, sehr lustig. Der Stein rutscht halt immer von oben nach, so ist mir das dann noch erklärt worden im Nachhinein. Das heißt, deswegen wird es quasi immer fortgesetzt und vielleicht ist ja irgendwann auch mal das Steinvolumen aufgebraucht. Aber mal gegen den Mob kämpfen? Ja, wir kämpfen mal gegen den Mob, würde ich vorschlagen. Bestimmt auch ganz nett. Ich habe ja, ich habe noch gar nicht geskillt übermäßig. Wie gesagt, ich kenne mich auch mit den Sachen noch gar nicht so aus. Ich weiß nur, dass der Porno ist. Deswegen nehmen wir den mal mit rein. Ich kann noch 6 Talente vergeben. Leute, was soll ich tun? ich denke mal, es wird Zeit für noch ein paar Passives, oder? Ich kann jetzt hier noch ein paar Casts machen und Zeug. Ah, nee, lass mal gut sein. Schauen wir es uns mal an, ne? Wie gesagt, ich habe dieses Gümmelgear auch an. Also nehmt es wirklich ernst, was ich hier mache. Ich habe mir einfach wahllos ein paar Bäume rausgepickt, deswegen sterbe ich hier auch fast. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Ja, und was wird gedroppt? Stoff, juhu. Ja, das war nur mal eine kurze Demonstration meiner nicht vorhandenen Skills. Wie gesagt, mir geht es hier eher ums Testen und ums Features zeigen. Aha, hier haben wir auch so ein paar Tickets zwischendrin. Die normalen Mobs haben nur 9350 HP. Sind also relativ leicht zu handeln. Hier irgendwo muss jetzt der Chasvi-Eingang sein, das ist da vorne. Also Chasvi heißt das Ding auf Koreanisch, ne? Aber wie gesagt, das Teil ist ja eigentlich Nahashka. So wird es auch bei uns vermutlich heißen. Aber Trine hat ja schon mit einigen Überraschungen bei der Übersetzung aufgewartet. Aha, da wären wir. So, da haben wir hier einen Stein, den ich leider nicht kenne. Da braucht man den für einige Sachen, die man hier halt bauen kann. Ja, wie gesagt, das ist jetzt alles noch blau. Da sind die 9 epischen Teile und ich muss schon sagen, das ist Schmuck. Und wir haben hier Waffen. Da braucht man quasi die ausgehende Waffe davon. Die haben sogar einen Set-Bonus, die Teile. Ja, das sind 2 Einhand-Äxte mit Mega-Bonus. Und die kann man dann natürlich... Aha, sehr interessant. Anscheinend sind das Drops aus dem Raid, nehme ich mal fast an. Ich habe die noch nie gesehen. Okay. Und Archium braucht man quasi. Dann kann man die mit Arbeitskrafteinsatz hier an diesem Spezialaltar herstellen. Und der Schmuck, ich muss schon sagen, also... Ja, der ist natürlich schon ganz nett. Kann man nicht meckern. Braucht man auch wieder den Drop aus dem Raid, nehme ich mal an. Dann auch wieder Spezialerz und Spezialsplitter, die man eben hier in, diesem Minenbereich bekommen kann. Und eben wieder grünes Würfel-Archium, beziehungsweise bei den... Waffenrotes. Ich habe jetzt leider Gottes das Ding nicht dabei zum Reingehen. Ja, deswegen bekomme ich auch eine tolle Fehlermeldung jetzt angezeigt. Ihr habt den ja von innen schon mal gesehen, den ersten Raum. Und habt auch gesehen, wie unlustig drauf diese ersten beiden Torwächter waren. Ja, ich denke mal, es wird Zeit nach Hause zu gehen. Ne? Ich habe euch jetzt soweit genug gezeigt. Ich denke mal, eine Stunde ist auch genug Material. Mehr will man sich am Stück gar nicht antun. Wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen. Das ist auch ein Aufruf, den ich jetzt auch an die Spieler in den Foren überall wenden werde. Das Spiel, der Käse ist nicht gegessen. Wir haben ein super Spiel mit einer Mega-Substanz hier. Die Koreaner haben sich halt eben gewünscht, ihr habt es ja gehört bei dem Interview mit dem Koreaner, es wäre toll gewesen, wenn die Sieges offen gewesen wären. Das war aber leider nicht so. Kann man nichts dran ändern. Und vielleicht kommt dieses instanzierte System ja bei uns besser an, weil es für den Westen halt vielleicht auch eher gestrickt ist, das Ganze. Das ist ja der einzige Spieler, natürlich, weil XL Games halt eben auch viel versprochen hat. Sie haben gesagt, wir machen bis Ende Mai den Content und das. Und trotzdem, das ist natürlich ganz klar, Undank ist der Weltenlohn. XL Games hat ein Update nach dem anderen rausgeschossen in den ersten paar Monaten. Und jetzt müssen sie halt damit leben, dass die Leute das kritisieren, dass die Updates eher schleppen kommen und dass die Sachen, die versprochen werden, da später dran sind. Ist halt eine Krux, die man halt hat als Entwickler letzten Endes auch, ne? Auf die man sich einlassen muss. Aber wie gesagt, das Spiel ist grandios. Ich zock's immer noch. Ich bin immer noch hellauf begeistert. Und ganz ehrlich, man muss das auch mal vergessen, was für ein Abo-System wir spielen. Wir sind ja in Korea und Korea ist einfach eine andere Welt. Hallo, wo ist denn mein... Has anybody seen my Portstein? Mein Portal... Hallo?
Hallo, wo ist mein Portal? Ja, und ein paar Bugs haben wir natürlich auch noch. Oh, nee, oder? Ah, hier ist es. Hurra, hurra, hurra. Okay, noch ein kleiner Lag zum Schluss. Der kommt auch immer ganz gut an. Ja, wir ernähren uns jetzt die letzten Minuten und ich denke mal, das war's auch soweit. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen bei diesem Arcage Insider. In der nächsten Woche hoffe ich, ich hoffe es, dass wieder genug Content rauskommt, dass ich euch wieder einiges zeigen kann. Ja, und mit dieser Ansicht aus meinem Haus, wo sich langsam die Texturen lassen aufbauen, mit einem Blick auf meinen Röschenhof, verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß weiterhin mit meinen regulären Let's Plays mit Liesel und bis zum nächsten Arcage Insider hier bei Let's Play Arcage, dem deutschen Videomagazin. Macht's gut, ciao, ciao.